Soweit die Nachrichten. Sie war das Transportmittel in Wuppertal früher. Mit ihr kam man ja fast überall hin. Und tatsächlich war sie so gut ausgebaut wie sonst kaum in einer anderen Stadt in Deutschland. Die Straßenbahn. Das ist allerdings ein bisschen her. Vor genau 25 Jahren ging ihre Geschichte langsam aber sicher dem Ende entgegen. Unsere Lokalzeitgeschichte. Ein Rückblick ins Wuppertal zur Zeit der Straßenbahn. Was würden Sie sagen, ist sehenswert in Wuppertal? Landschaftlich liegt es sehr schön. Ja. Was soll man sonst sagen? Nun, was man sonst sagen soll? Na, auf jeden Fall, dass es in Wuppertal eins der größten Straßenbahn-Schienennetze in ganz Deutschland gab. Über 170 Kilometer führten nicht nur durch die Stadt, sondern im Süden bis Remscheid und Solingen, im Norden bis nach Essen und bis Mettmann kam man auch. Heute erinnern nur noch diese Schienen und ein paar alte Straßenbahnen in der Wuppertaler Kohlfurt an diese Glanzzeit. Hans-Joachim Frese und Jürgen Eidam kauften ein paar der alten Schätzchen und gründeten ein Museum. Sie restaurierten sie und tun es noch. Ein Stück Kindheitserinnerung. Wir wohnten in Oberbarm, Wupperfeld. Und wenn man, wie man so sagte, in die Stadt wollte, man fuhr also hauptsächlich mit der Talbahn. Das war dann entweder bis zum Alten Markt oder auch nach Elberfeld zum Einkaufen oder Verwandtenbesuche. Ging es zum Beispiel da über den Tölleturm nach Ronsdorf. Ich weiß, wir sind mal mit der Linie hier von Kronenberg gefahren. Also die hatten so alte Wagen. Da war ich ein bisschen vorläufig als dem Schaffner. Wir fahren aber gleich mit der Bergischen Kleinbahn. Aber die haben schönere Wagen als hier. Die hatten dann nicht diesen Wagen hier. Das muss auch vor 28 gewesen sein. Schon 1874 gab es in Wuppertal eine Pferdebahn. 20 Jahre später wurde die Tram elektrisch. 6 Gesellschaften betrieben die Bahn und das Streckennetz wuchs. Die neue Technik schaffte auch mühelos die Bergstrecken. Und das Schöne war eben, die liefen nicht alle nach dem gleichen technischen Prinzip, sodass Wuppertal eine der ganz wenigen Städte war, die von Anfang an sowohl ein großes Meterspurnetz hatte, also Spurweite 1000 mm, und auch ein normalspuriges Netz. Die Linie 5, eine Meterspurbahn, war eine der attraktivsten Strecken bis in die 70er. Sie führte durchs Grüne, von Wuppertal-Dönberg über Kronenberg bis in die Solinger Innenstadt. Freddy Schmidt fuhr auch viel Straßenbahn, nicht als Passagier, sondern er fuhr selbst die Talbahn in den 70er und 80ern. Es war ein schönes Gefühl, hier vorne zu stehen, aber diese Art von Fahrschalter kenne ich überhaupt nicht. Wir hatten also links eine Kurbel, so rum, zum Körper hin, haben wir Strom gegeben. Und hier war ungefähr die Nullstellung, wenn der Wagen also einfach genügend Energie hatte. So ein Koloss, der 8-Achser, der wiegt 28 Tonnen Leergewicht. Und mit dem dann durch die Stadt zu fahren, das heißt vorausschauendes Fahren. Zur Winterzeit, wenn wir Schneematsch hatten und die Schienen so richtig schön voll waren, dann war so eine seitliche Steilwand, die dann hochging, wenn wir da durchgefahren sind. Und dann haben immer noch Autofahrer versucht, an der Straßenbahn vorbeizufahren, obwohl die blind da durchgefahren sind. Gerade im Winterverkehr, wenn richtig Schnee lag, Straßenbahn kam immer durch. Nicht die Schwebebahn war ihr größter Konkurrent, sondern Auto und Omnibus verdrängten die Straßenbahn immer mehr aus dem Stadtbild. Indem immer mehr Straßen gebaut wurden, die Straßen ausgebaut wurden oder wenn mal was Großes anstand, wie etwa beim Bau der späteren A46, Briller-Kreuz, nicht? Dann war immer die Frage, kann die Straßenbahn bleiben, muss man eine neue Brücke bauen? Und das war in Wuppertal leider so, wenn planerische Veränderungen waren, ging das immer zu Lasten der Straßenbahn. Also es wurde dann jeder Anlass genutzt, das Straßenbahnnetz wieder ein Stückchen zu verkürzen. Hinterher hatte man es, wie man so sagt, kaputt geschrumpft. Dann war es so klein, dass sich der Rest in der Tat dann auch nicht mehr wirtschaftlich betreiben ließ. Das Streckennetz schrumpfte auf 26 Kilometer und nur noch 6 Linien. Und am 30. Mai 1987 hieß es Abschied nehmen für die Wuppertaler von ihrer Straßenbahn. Es war kein Tag zum Feiern. Das war ein richtig trauriger Tag. Und da waren hunderte von Menschen. Wir konnten das gar nicht glauben. Auf der anderen Seite war es auch schön, weil viele Straßenbahnfreaks unterwegs waren. Die fingen ja schon während der Fahrt an, Sachen abzumontieren. Sie glauben es gar nicht. Die waren teilweise mit Werkzeug dran und wollten die Halterung von der Notbremse abbauen. Wer heute noch einmal Straßenbahn fahren will, kann das auf der alten Strecke zwischen Kohlfurt und Kronenberg. Ab April rollt sie dort wieder 3 Kilometer durchs Bergische.